Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Die U-Bahn-Haltestelle Stöckach in Stuttgart-Ost. Am Freitagnachmittag wird es hier zu Schulschluss oft ganz schön voll. Laut einer Umfrage halten viele Schüler die U-Bahn-Haltestelle Stöckach für nicht sicher genug. Bemängelt wurde von den Schülern des Zeppelin-Gymnasiums vor allem eine fehlende Abschrankung in Richtung Gleise am hohen Bahnsteig. Es gibt wenig Platz und es gibt viele Schüler hier direkt von der Schule und die haben halt oft alle gleichzeitig Schule aus. Und wenn die alle gleichzeitig Schule aus haben, dann haben die hier einfach zu wenig Platz, um zur Bahn zu kommen. Und hier fahren viele Bahnen, 5 Bahnen fahren hier in jede Richtung jeweils. Und dann gibt es einfach zu wenig Platz und auch zu wenig Möglichkeiten, hier aufzupassen. Weil halt einfach oft auch jüngere Schüler sind, ist halt eben gefährlich für die, aber auch für ältere Schüler und alle Leute, die da eigentlich stehen. Und es besteht halt immer die Gefahr, dass da jemand runterfallen könnte, theoretisch, weil es einfach zu voll ist und man eigentlich nicht zur Seite ausweichen kann. Das Problem hier ist einfach, dass der Bahnsteig so klein ist und wenn dann ganz viele Schüler aushaben, freitags um 13.10 Uhr, dann ist hier damit hier geschuckt und ist einfach viel zu voll und der Platz ist halt einfach nicht ausreichend für die Menge an Schüler. Aufgrund der Umfrageergebnisse brachte der Jugendrat diesen Februar einen Antrag im Bezirksrat ein, der an die SSB weitergeleitet wurde. Auf den Wunsch des Jugendrats nach Lösungsvorschlägen ging die SSB allerdings nicht ein. Grundsätzlich finde ich es eigentlich nicht gut, dass die SSB jetzt hier nichts macht. Dadurch, dass sie eigentlich hier zuständig ist für die U-Bahn, dann mit der Begründung zu sagen, ja, die Schüler sollen weniger aufs Handy schauen, da zu argumentieren, finde ich ein bisschen schwach jetzt, das so einfach einzig damit zu begründen, weil die Gefahr ja trotzdem nicht dadurch ausgeschlossen wird, wenn die Schüler jetzt vom Handy wegschauen. Also besteht immer noch die Gefahr, dass jetzt da eine Person runterfallen könnte, unabhängig davon, ob man jetzt aufs Handy schaut oder nicht. Der Vorschlag des Jugendrats, sich die Situation am Stöckach vor Ort am Freitagnachmittag gemeinsam anzusehen, scheiterte. Die SSB sieht zudem aktuell keinen Bedarf für eine Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen am Stöckach. Zur Enttäuschung der Jugendräte. Ich finde wichtig, dass die SSB sich auch mal die Situation vor Ort anguckt, um sich ein Bild zu machen. Weil wenn man das nicht gesehen hat, dann ist es immer schwierig beurteilen zu können, wie gefährlich das jetzt ist. Also wir wollen auf jeden Fall weiter mit der SSB in Kontakt stehen und versuchen, mit der SSB einen Kompromiss zu finden und vielleicht auch Alternativen zu finden oder weitere Möglichkeiten, den Bahnsteig sicherer zu machen. Aus Sicht des Jugendrats ist das Problem am Stöckach noch lange nicht gelöst. Die Jugendlichen planen im Januar 2020 erneut ein Treffen mit der SSB, um eine gemeinsame Sicherheitslösung zu besprechen.